Hallo, ich habe heute meine Pinkbox erhalten, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich habe die schon aus der Umverpackung herausgenommen und ich bin begeistert. Also, die haben sich da mal was richtig Tolles ausgedacht, und zwar in einem Comic-Style das Thema Girl Power. Und also die Kiste, die kommt wirklich in so einem wunderschönen Himmelblau, hellblau, und hier vorne ist dann halt das, ja, ich weiß nicht, ist das jetzt Supergirl, Superwoman, keine Ahnung. Finde ich wunderschön. Ich bin wirklich gespannt, was da drin ist, denn es ist meine letzte. Das hier, das ist, ja, das ist so ein, ja, man kann sich da was drauf basteln. Wie das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Oder wie das aussehen soll nachher. Keine Ahnung. Fotoprops. Einfach ausschneiden, ein Holzstäbchen nehmen und... Ah, okay. Und dann einfach auf die Rückseite kleben. Ich denke mal, dann kann man da wunderbare Selfies mitmachen. Finde ich gut. Dabei waren auch noch Postkarten, auch im Girl Power Style. Einmal Girl Power, dann einmal Who Runs the World Girls und einmal We All Have Wonder Woman Inside. Wonder Woman ist das. Ach so, nicht Supergirl, Superwoman, Wonder Woman. Die Dame heißt Wonder Woman. Genau. Ja, okay. Also, das finde ich auch sehr schön, dass die Postkarten dabei sind. Und ja, finde ich gut. Und dabei war auch noch die Zeitschrift Joy. Ach ja, und außerhalb der Pink Box war oder kam mir schon das erste Produkt entgegen, und zwar von Dessange Paris. Was ist das jetzt? Strahlende Farbpracht, Doppelfarbelixier mit Vitamin E, verschönert koloriertes Haar. Passt super, weil ich meine Haare vor kurzem noch gefärbt habe und zur Nachbehandlung, zur Pflege finde ich das sehr, sehr schön. Ohne Ausspülen passt auch super. Bei mir muss es nämlich immer schnell gehen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass das dabei war. Ich packe das mal eben aus. Ah ja, okay. Ah, das ist so ein Zwei-Phasen. Eine Zwei-Phasen-Lotion. Und... ja, jetzt müsste das klappen. Genau, das ist hier so eine Zwei-Phasen-Lotion. Hier oben die hellere, hier unten die dunklere. Und ich, wenn man das so miteinander vermischt, dann, ja, dann kann man damit einfach auf die Haare sprühen und einfach einmal durchkämmen und schon ist man fertig. So, dann habe ich hier als erstes eine kostenlose Leseprobe. Das habe ich schon mal gesehen. Und zwar von dem Buch Snow. Die Prophezeiung von Feuer und Eis. Finde ich nicht schlecht. Da schaue ich gerne mal rein. Ja, dann haben wir hier schon die Karte. Auch im Girl Power Style. Und jetzt gucken wir mal rein. Oh, es ist schon 5 vor 10, mein Mann kommt gleich nach Hause. Ich muss schnell machen. Oh, wow. Also, hier kommt mir schon was Schönes entgegen, was ich sehr gut gebrauchen kann, weil ich ja jetzt eine Badewanne habe. Ich kann das nicht oft genug erwähnen. Und zwar ist das von Litamin Private Spa Relax, ein Duftöl-Pflegeschaumbad auf Arganöl-Basis. Mit entspannendem Melisse-Extrakt.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber. Das ist eine große Pulle. Wie viel ist da drin? 400 Milliliter. Vom Duft her auch sehr angenehm. Sehr schöner Duft. Wirklich sehr schön. Und ja, darüber freue ich mich. Das nächste Produkt, das ist von Alverde, eine Lippenpflege mit Minze und Beerenduft. Auch sehr schön, kann man auch immer sehr, sehr gut gebrauchen, für die Handtasche, für unterwegs oder im Büro. Und als nächstes haben wir hier von Etre Belle Gloss Collection. Auch sehr schön. Das ist ein Lipgloss. Ein Lipgloss. Probieren wir doch glatt mal aus. Lässt sich sehr gut auftragen aufgrund der Form des Applikators. Fühlt sich auch sehr gut an. Und da freue ich mich sehr drüber. Das ist ein Glitzergloss mit feinen Glitzerpartikeln. Finde ich sehr schön. Ups. Ich stehe unter Zeitdruck. Und dann haben wir hier noch drin von P2 Pro Beauty Make-up Base. Leichte Formel, neutralisiert Rötungen, kaschiert Hautunebenheiten für ein strahlendes Hautgefühl. Finde ich auch sehr schön. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich teste immer mal wieder gerne Primer aus. Ich muss auch etwas leiser sein, weil meine Kinder schon schlafen. Eine Make-up-Base teste ich immer wieder gerne aus, weil ich versuche, die perfekte Base zu finden, einfach um meine vergrößerten Poren so ein bisschen zu kaschieren. Gute Sache. Und als letztes, das ist auch cool, und zwar Vegan Protein, The Protein Bowl. Lemon and Pistachio. Das ist was zu essen. Finde ich auch immer sehr, sehr gut. Werde ich sehr, sehr gerne austesten. 15% Protein sind da drin. Und ich esse ab und zu diese Proteinriegel mit 35% Eiweiß. Einfach, wenn man so ein bisschen Heißhunger hat auf Schokolade, dann gönne ich mir einen Riegel, aber das finde ich auch nicht schlecht. Genau, das war es auch schon. Und ja, ich rechne jetzt einmal den Gesamtpreis oder den Gesamtwert zusammen. Ja, also die Box hat einen Gesamtwert von, wenn man die Zeitfrist einberechnet, von ca. 34-35 Euro. Die Box selbst kostet 15 Euro inklusive Versandkosten und die Box hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allerdings ist das jetzt meine letzte Box. Ich habe die Pink Box ja deabonniert. Ich werde mir demnächst entweder die Vegan Box bestellen. Wie heißt die? Vegan Beauty Box oder die Fairy Box. Und ich bin gespannt, was diese Boxen so alles mit sich bringen. Okay, das war's. Bis dann. Tschüss.